Ja, hallo zusammen. Herzlich willkommen zu Runde 2 oder Runde 5, je nachdem wie man es sieht. Aber Runde 2 gegen die Leonie. Hallo. Und ja, welches Booster möchte haben? Ich nehme hier mit der neuen Planeswalkerin. Sahili. Ja, alles klar. Ja, wunderbar. So, ihr kennt das Spiel. Wir öffnen unser Booster. Spoilern jetzt schon mal, falls einer eine Foil hat. Wie macht man das denn am besten, dass man jetzt, falls das hier eine Foil ist? Das ist einfach no risk, das no geht, fun. Es ist keine. Aber es ist ein... Das ist Konstrukt-Token, aber ein, den habe ich ja gar nicht gesehen. Ein schöner Sumpf. Die Basics sind alle super schön, muss man drauf achten. Ja, tolle Farben. Die Inseln sind auch richtig geil. Ja gut, ja, also wir sleeven ein, mischen und dann sehen wir uns nach dem Schnitt. Bis gleich. So, wir haben gemischt und Leonie darf beginnen. So, dann gucken wir mal. Opening 7. Was ist das? Okay. Aha. Ich kann keine Karte casten auf einmal. Ja, bei mir wird es auch schwierig. Ich habe aber trotzdem meinen Keep. Ich besonders, keepe auch. Besonders, weil ich die erste Karte Booster Battle, da keept man. Okay, dann bitte schön. Dann go. Nicht, dass ich hier der neue König des Booster Battles werde. Go. Du hast mich letztes Mal doch so kaputt gemacht, oder? Oder habe ich gewonnen? Ich weiß das nicht mehr. Nee. Okay, dann doch nicht. Da war das Kai, der mich kaputt gemacht hat. Puh, dann sage ich wieder Go. Ja. Ich spiele einen Metallweber-Rätselknoten. Wenn der ins Spiel kommt, ziehe ich eine Karte und verliere ein Leben. Und für 3 Mana kann ich ihn opfern, ziehe ich eine Karte und verliere ein Leben. So, dann bitteschön. Übrigens habe ich dich letztes Mal abgelegt. Ja, okay, dann habe ich das doch richtig in Erinnerung. Aber diesmal wird es ein bisschen schwierig mit meinem Mana. Gucken wir mal. Nee, das sieht einfach nicht so gut aus. Dann sage ich wieder Go. Go. Ist er hier? Ja. Aha, was nehme ich denn da? Sehr gut. Für 2 Mana würde ich gerne die Patrouille der 9. Brücke spielen. 1-1 und immer wenn eine andere Kreatur, die ich kontrolliere, das Spiel verlässt, lege ich eine +1/+1 Marke auf ihn. Und das war's auch schon, dann bist du. Dann spiele ich die geschickte Bastlerin. 2-2, wenn sie ins Spiel kommt, ziehe ich eine Karte. Dann go. Mann, ich brauche schwarzes Mana. Ich würde gerne in deinem Endstep, würde ich gerne Chandras Pyrohelix spielen. Und zwar auf deine Kreatur. Ich würde dir gerne 2 Schadenspunkte zufügen. Dann gehe ich in meinen Zug. Ja. Und dann würde er gerne angreifen. 18. Da bist du. Kein schwarzes Mana in Sicht. Go. Ach, ja, Mana ist bei mir auch ein Problem. So die Farbe ist da. Also Mana ist nicht das Problem, die Farben sind ja, das genau, Problem. Ja, genau, die Farben sind das Problem. Gut, dann sind wir auf der gleichen Seite. Ja, das schon. Wie gut wäre ein prophetisches Prisma? Mm. Ist in der Edition drin. Dann greift er wieder an für 1 und du bist dran. 17. Das ist eine schöne schwarze Karte. Dann go! Okay. Noch ein Mana. Und den. Moment. Für 3 Mana würde ich gerne den Glanz. Band Kunsthandwerker spielen. Er ist 2-2 und hat Fabrizieren 1. Möchtest du dir einen Token machen oder eine Marke? Ich hätte, glaube ich, lieber einen Token. Und dann würde der gern wieder für 1 angreifen. 16. Und dann bist du. Dann spiele ich den auch. Ich mache mir jetzt aber eine 1-1 Marke.
gerne in deinem Endstep den Aether-Passat spielen. Damit kann ich eine bleibende Karte meiner Wahl, die ich kontrolliere, und eine bleibende Karte meiner Wahl, die ich nicht kontrolliere. Hätte ich doch mal den Token genommen. Zurückbringen. Ich weiß es noch nicht. Ich bringe auf jeden Fall ihn zurück auf meine Hand. Ja, und die, oder? Du kannst ihn ja wieder ausspielen. Oder steht da drauf eine nicht? Wir sind noch im Endstep. Achso, ja, kannst du auch ein Land nehmen. Ne? Ja, stimmt, du hast recht. Ich nehme ihn, dann kann ich auf jeden Fall ungestört gleich. Dann hat mein Ding machen. Eine Kreatur das Spiel verlassen bei dir. Dann genau. Ja, dann go. Dann gehe ich weiterhin go. Zurück. Ja, für 3 Mana würde ich gerne wieder den Kunsthandwerker ins Spiel bringen. Token oder Marke? Gute Frage. Der kann nicht fliegen, ne? Das Nein. ist gar nicht mehr so gut. Ich nehme jetzt auch mal die Marke. Ich nehme mal die Marke. Auch mit ihm im Play? Stimmt, ich kann den ja zum Blocken benutzen. Hast du noch einen Servo-Token? Ja. Ist okay, nehme ich den Servo-Token. Weise Entscheidung. Dann habe ich noch, habe ich hier noch sowas? Hast du doch gesehen, was passiert, wenn man die Marke nimmt? ich würde nämlich gerne für 2 Mana den Glasbläser Rätselknoten spielen. Und wenn er ins Spiel kommt, kann ich Hellsicht 2 anwenden und bekomme 2 Energiemarken. Und für 3 Mana opfern? Dann kann ich ihn opfern, dann kann noch ich mal das gleiche wieder Scry 2 und ich halte 3 Energiemarken. Ne, 2 nochmal. 2. Kostet aber 13 Mana. Trotzdem cool im Moment. Ja, ja dann, klar. Hellsicht. Dann Scry ich mal. Du hast voll das gute Token-Deck irgendwie. Mhm. Okay, ich würde gerne die hier oben lassen, die andere unter das Deck tun. Okay. Und ja, dann möchte ich gerne angreifen und zwar auch mit diesen beiden für 3. 13. Dann bist du. Da ist er wieder. Plus 2, plus 1 Bedrohlichkeit. Muss von Zweigen geblockt. Ja. Go. Bedrohlichkeit kenne ich noch. Jetzt kann sie nicht mehr bouncen, hoffe ich. Das ist einfach nicht gut in meiner Hand. Na. Ich kann leider gerade nichts machen. Weil Mana kennt man ja. Ohne zu viel zu spoilern. Ich könnte allerdings. Das waren 4 schwarze Handkarten. Achso. Ja, super sad. Oh, ich glaube, ich würde den Glasbläser Rätselknoten opfern. Ja. Das ist, glaube ich, eine gute Idee. Aber ich behalte mir das schon. So. Mhm. Und dann opfer ich ihn. Ja. Bekomme 2 Energie und darf wieder 2 scryen. Okay. Was kann er nochmal? 3 Mana, unter anderem ein schwarzes, opfern. Ich ziehe eine Karte, verliere ein Leben. Okay. Ich lege eine wieder nach oben, eine unten drunter. Und der hat jetzt 3-3 Bedrohlichkeit. Nee, meine ist 5-4 bedrohlich. 5-4 sogar. Nicht schlecht. Ich würde trotzdem erstmal Go sagen. Mhm. Schwarzes Mana. Bäm. Jetzt kommen die fiesen schwarzen Karten. Jetzt spielen wir erstmal das. Die reparierende Techno-Schmiedin. Die heißt wirklich so. wenn sie ins Spiel kommt, kann ich mein Artefakt und eine Kreatur aus dem Friedhof wieder auf der Hand nehmen. Ja. Nehme ich diese, spiele sie aus, ziehe ich eine Karte. Not bad. Nö. Dann sage ich go.
Okay. Aber ich tappe so. Das ist einfach eine Verzauberung, ne? Ja. Hier. Da kann man öfters kaputt machen in der Edition sowas. Boah, ein dickes Fahrzeug wäre jetzt gut. Für jeden von uns. Ja, auf jeden Fall. Da hätte ich mal richtig Lust drauf. Dicke Karre jetzt, ja. Habe ich ja noch nie ausprobiert. Tja. Ist nicht so super. Meine Hand kann gerade auch nicht so viel. Ich bräuchte auch mal ein schwarzes Mana. Das wäre auch nicht schlecht. Ja. Deswegen kann ich jetzt nur Go sagen. Das ist, ja. Naja. Dann würde ich gerne angreifen. Okay. Mit ihm. Mit ihm. 5-4 bedrohlich. Dann würde ich gerne mit diesen beiden blocken. Ja. Dann verlassen die das Spiel, dann bekommt er 2 Marken. Ja. Okay. Trampel hat er nicht? Nö. Alles klar. Spiele ich den gesetzlosen Zwischenhändler. 3-2, wenn er stirbt, darf ich eine +1/+1 Marke auf eine meiner Kreaturen legen. Und dann bin ich fertig. Oh. Ach. Kann ich nicht auch mal ein schwarzes Mana ziehen? Oh nein! Er ist 4-4. Ja. 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 Ich sag Go. Mhm. Ups. Das ist generell ziemlich viel Mana, auf jeden Fall. Ja, ist in Ordnung. Geht hier noch. Dann würde ich gerne angreifen. Alles klar. Gut. So, ich würde gerne mit ihm die Techno-Schmiede in Block. Okay. So, er ist 2-2. Oh, jetzt habe ich es überdeckt. Es war auch 2-2. Hm. Tausche ich mal. Mhm. Kriegst du. Dann kriege ich noch 8 Schaden. Eieiei. Dann gehe ich auf 12. Ich konnte noch nie meine Energie benutzen. Er ist tot, er überlebt. Er geht auf 4. Genau. Dann bezahle ich 5. Spiel meine Rare. Die wildesten Träume. X ist gleich 2. Bringe X Karten aus deinem Friedhof auf deine Hand zurück. Schicke die wildesten Träume ins Exil. Nehme ich diese beiden. Dann spiele ich die. Ziehe ich die Karte. Und dann lege ich ihn. Immer wenn er getappt wird, verliert jeder Gegner einen Lebenspunkt und ich kriege einen Lebenspunkt dazu. Hm. Was für eine krasse Synergie in diesem Booster-Battle. Dann go. Too good. Viel zu gut. Tja, das ist echt nicht so das, was... Also ich kann nicht wirklich was machen. Das ist echt traurig. Das bringt mir auch nichts. Dann kann ich nichts machen. Dann bist du dran. Würde ich gerne angreifen. Dann wird der getappt, dann verlierst du erstmal ein Leben und ich kriege ein Leben. So. Den kannst du nicht blocken. Würde ich gerne ihn, sie blocken.
Bastlerin. Ja, dann kriegst du 4 und 5 sind 9. Ja, dann gehe ich nämlich auf 2. Würde ich gerne den gebändigen Blitz, Ziel des R spielen. Bestimme eine Kreatur deiner Wahl, du erhältst 3 Energie. Dann kann ich eine beliebige Menge Energie bezahlen und dann kriegt sie so viel Schaden, bezahle ich alle 3. Ah. Sind dann 2 von ihr und 3 sind 5. Das heißt, er ist tot. Oh. Dann spiele ich die reparierende Techno-Schmiedin. Nehme die, spiele die ausziehende Karte. Da go. Wow. Da war der Sumpf. Was hast du denn noch so auf der Hand? Ach, ich glaube, damit kann ich nichts mehr machen. Nee. Ja, gut. Zerstöre alle Kreaturen wäre eine Option. Gibt's das in der Edition? Weiß ich gar nicht. Gute Frage. Nein, das geht leider nicht. Also, ich hatte auf jeden Fall 3 schwarze Karten. Das war richtig gut. Oh. Demolieren. Hat aber nichts gebracht. Ja. In dem Sinne, und das war meine Rare, der Aethersturmrock. Aber er braucht 2 weiße Mana, leider. Boah, da leider hätte sogar das Herunterholen noch gepasst. Ja, das war... 4 Schaden, Flyer. Ja. Stark, was haben wir noch so? Ich habe ja nicht mehr viele Karten hier. Ich habe auch eine Patrouille in der 9. Brücke. Finde ich übrigens eine super gute Karte. Das ist eine echt gute Karte, ja. Nö. Ein Affe. Starkes Deck meinerseits. Appetit auf Unnatürliches. Sehr starkes Deck. Ja, dann gehe ich jetzt 2-0 in Führung in dieser Booster-Battle-Serie. Ja. Kai ist übrigens genauso gestartet. Hat dann das letzte Spiel aber verloren. Also ist noch alles drin. Ja, wir bauen hier wieder alles um. Wir sehen uns dann im 3. Video. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Lasst einen Kommentar da. Bis dann. Ciao. Tschüss.